Dieser Fund aus der chinesischen Provinz Hubei stellt die Theorie der menschlichen Evolution auf den Kopf. Wie Forschende der Chinese Academy of Science nun im Fachmagazin Journal of Human Evolution schildern, deutet dieser Schädel auf die Existenz einer bisher unbekannten Spezies hin. Die Überreste gehörten aller Wahrscheinlichkeit nach einem 12 bis 13 Jahre alten Kind, das vor ca. 300.000 Jahren gelebt haben muss. Das Verwirrende? Die Gesichtszüge stimmen nicht mit der Abstammungslinie überein, aus der sich der Neandertaler, der Denisova-Mensch und der Homo sapiens entwickelte. Daraus schließen die Forschenden, dass im heutigen China ein bisher unbekannter Hybrid der Gattung Homo gelebt haben muss. Das Besondere? Das Kind habe zwar kein ausgeprägtes Kinn besessen, was eine Ähnlichkeit zur Denisova-Linie darstellt, die vor allem im südlichen Sibirien und Tibet angesiedelt war, weise jedoch auch Züge auf die Dänen des späteren modernen Menschen nahe.